Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Action-Haul. Ich war wirklich sehr lange nicht mehr bei Action und habe mich so gefreut, mal wieder da zu sein. Und außerdem bin ich extra in der Zeit hin, wo mein Kleiner in der Kita war, so dass ich wirklich richtig gut stöbern konnte. Ich zeige euch jetzt, was ich so mitgenommen habe. Fangen wir mit den größten Dingen an, Leute. Ich habe so einen schönen Spiegel gefunden für unter 10 Euro. Wie cool ist das denn bitte? Es hat so einen goldenen Rahmen. Den Spiegel gibt es auch mit einem schwarzen Rahmen und ich habe ihn mir für das Treppenhaus geholt, damit es so einladend aussieht, wenn man bei uns ins Haus kommt. Dann habe ich ein Waffeleisen mitgenommen. Timo hat sich irgendwie sehr darüber gefreut. Der Kian liebt Waffeln und bis jetzt habe ich ihm immer so Crepes gemacht zu Hause, einfach in der Pfanne. Und dachte mir, er würde sich übertrieben freuen, wenn wir so richtige Waffeln machen würden, wie die, die man so draußen bekommt. Ein Actionbesuch ohne Duftkerzen ist wirklich für mich kein Actionbesuch. Ich nehme immer die Airwick-Kerzen mit. Diesmal habe ich Frizz-Leinen geholt. Linen, sagt man das so? Es riecht wirklich sehr schön nach frischer Wäsche und ich habe es für unser Gäste-WC geholt. Dann habe ich so eine Kerze mitgenommen. Sieht so wunderschön aus. Ich dachte mir, so für die Herbstmorgen, wenn es draußen noch dunkel ist und ich gehe in die Küche, mache mir diese Kerze an, mache mir währenddessen meinen Kaffee und einfach wunderschön in meiner Fantasie. Riecht? Ich kann es nicht so gut beschreiben. Es riecht sogar ein bisschen wie ein Duft fürs Badezimmer eigentlich, aber es riecht so ziemlich frisch. Hier steht drauf Eukalyptus, Bergamot, Galbanum, Lavender, Raspberry, Patchouli, Okmos. Scented Candle. Use me with care and never leave me alone. Ich werde dich nie alleine lassen. Wirklich auch so sehr hochwertig gemacht. Wenn wir schon bei Kerzen sind, ich kaufe mir meine Teelichter fast nur bei Action. Finde ich sehr praktisch. Ich mag hier diese 8-Stunden-Kerzen sehr gerne. Ich zünde mir die Teelichter sehr gerne so am Nachmittag an und habe dann wirklich so den ganzen Nachmittag und Abend etwas davon, sodass sie sehr lange halten. Für Kian habe ich Knete mitgenommen. Das Coole dabei ist, ihr könnt damit halt basteln und danach könnt ihr es für 10 bis 15 Minuten im Ofen aushärten lassen, was ich wirklich sehr, sehr cool finde. Vielleicht können wir so richtig süße Weihnachtsgeschenke daraus machen, so für Oma und Opa. Wäre, glaube ich, richtig cool. Zu den Kerzen noch. Ich habe mir wieder eine Duft-Teelichtlampe geholt. Ich liebe diese Teile einfach und die Farbe fand ich wirklich wunderschön. Gab es auch in vielen verschiedenen Farben. Allzweckreiniger. Diese eigenen Reiniger von Action sind ja irgendwie sehr berühmt. Gibt es für Badezimmer, Küche und dann nochmal so einen Allzweckreiniger. Meine Freundin hat mir die empfohlen und ich dachte mir, ich hole mir eins. Und ihr bringe ich auch eins mit, weil irgendwie ist das hier nicht so, dass man sehr oft bei Action vorbeiläuft. Deshalb dachte ich mir, sie würde sich freuen, wenn ich für sie auch eins mitnehme. WC-Reiniger, die haben auch so eine andere Marke da, die kostet doppelt so viel. Hier zahlt man so um die 90 Cent und ich dachte mir ganz ehrlich, für WC-Reiniger, wieso sollte ich das teurere nehmen? Habe jetzt das hier genommen mit Zitronenduft. Es gab auch eine andere Duftrichtung, vielleicht sogar zwei weitere, ich bin mir nicht mehr sicher. Dieses Mal habe ich auch so elektrische Teelichter geholt, denn wir haben gerade so ein Kürbiskopf im Flur stehen. Und da dachte ich, wäre das hier wirklich sehr praktisch, weil mit so Teelichtern in irgendeinem Dekostück drin finde ich so manchmal ein bisschen gefährlich. Deshalb habe ich die hier geholt. Da sind Batterien schon mit dabei. Und generell hat Action wirklich sehr viele verschiedene so Batteriensets. Und auch diese Mini-Batterien, die hier reinkommen, hat Action auch. Aber ich dachte mir, ich schaue sie mir erstmal an, welche Größe das genau ist. Und dann weiß ich besser, ob ich noch Nachschub holen soll und welche genau. Für Halloween, ich weiß ja nicht, ob hier jemand vorbeikommen wird, aber falls jemand vorbeikommen wird, möchte ich vorbereitet sein. Ich habe einmal so eine Mauerpackung mitgenommen und dann wollte ich noch etwas Schokoladiges, deshalb habe ich so zwei Packungen von diesen Weihnachtsschokodingern. Aber ich denke, so werden sich die Kinder freuen.
Leute, wenn ihr bei Action seid, müsst ihr diese Soße unbedingt mitnehmen, wenn ihr auch sehr gerne scharfe Soßen mögt. Das ist Sriracha-Soße. Ansonsten holen wir die Sriracha-Mayonnaise sehr gerne im türkischen Supermarkt. Bei uns gibt es diese Sriracha-Mayonnaise dort. Aber mit dieser Soße könnt ihr entscheiden, ob ihr nur Sriracha-Soße möchtet oder ob ihr Sriracha-Mayonnaise möchtet. Dann könnt ihr das mit Mayonnaise mischen und dann habt ihr diese Sriracha-Mayonnaise, was auch wirklich unglaublich lecker schmeckt. Das hier ist wie so eine allzweckscharfe Soße. Könnt ihr wirklich überall mit reinmischen. Ich mache das sehr gerne so, dass ich für uns etwas nicht Scharfes koche, so dass Kian auch mitessen kann. Und das hier ist wirklich eine gute Soße, um im Nachhinein noch ein bisschen nachzuwürzen. Klappt sehr gut, schmeckt sehr lecker. Ich liebe es. Dann habe ich diese Packung schon geöffnet, denn ich hatte so Hunger, als ich da angekommen bin. Oat Bites, Apple Cinnamon, 30% weniger Zucker. Hier sind 40 Stück drin, das sind so quadratische Riegel. Und es schmeckt wie so eine kleine Portion Porridge zum Mitnehmen. Perfekt so für Tage, wo man keine Zeit hat zum Frühstücken und schnell etwas so auf die Hand möchte. Wenn es ganz, ganz schnell gehen soll, wirklich sehr lecker. Oder generell, wenn man mal so ein bisschen Lust auf was Süßes hat. Fand ich die wirklich sehr gut. Für die Küche habe ich hier diese Stahlschwämme mitgenommen. Damit reinige ich sehr gerne die Ofenplatten. Und alles, was so hartnäckig ist, bekommt man damit sehr gut abgeschrubbt. Meine Lieben, das war mein Action Haul. Schreibt mir unten rein, ob euch die Sachen gefallen haben. Und schreibt mir mal, wie ist es bei euch, seitdem ihr einen eigenen Haushalt habt? Wie oft kauft ihr überhaupt Deko? Weil ich bin so ein Mensch, ich mag es eigentlich nicht, Sachen so zu horten. Und mittlerweile habe ich halt von allem schon was. Ob es jetzt Herbstdeko ist, Winterdeko ist, Sommerdeko ist, Weihnachtsdeko. Ich habe eigentlich schon alles da. Nur manchmal habe ich Lust, Dinge auszutauschen. Und irgendwann hat man ja auch zu viel auch so zum Wechseln. Ich muss Timo immer erklären, wieso wir so viel Deko im Keller haben. Es ist wirklich nicht viel, aber er mag es sogar noch einen Ticken minimalistischer, was so Sachen auf Backup haben angeht. Aber ich weiß ja, ich dekoriere sehr gerne je nach Jahreszeit natürlich um und habe auch sehr gerne 2 oder maximal 3 Varianten da. Aber mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr sehr viel Deko kaufe. Irgendwann hat man ja alles. Wie macht ihr das? Was macht ihr mit euren alten Dekosachen, an denen ihr euch satt gesehen habt? Was macht ihr damit? Ich würde mich ernsthaft darüber freuen, wenn ihr mir das unten mal reinschreiben würdet, weil wie man so Kleidung weitergeben kann, wissen wir. Es gibt verschiedene Plattformen, man kann sie verkaufen, man kann sie spenden. Aber wie macht man das mit Deko? Ist wirklich eine ernst gemeinte Frage. Wenn es so um Kleinigkeiten geht, zum Beispiel so ein, sagen wir mal, eine Deko-Vase. Wie macht man das? Wenn man es auf eBay reinstellen würde, es hat ja nicht so viel Wert, stellt man da auch so Sachen rein, die nur für so 3, 4, 5 Euro weggehen? Lohnt sich das? Was macht man damit? Also ich möchte nicht so wegschmeißen. Das finde ich gar nicht schön. Und ja, man kann so in der Familie und im Freundeskreis nachfragen, ob jemand Lust darauf hat, aber das kommt ja eher selten vor. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr es unten reinschreiben würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns am Sonntag mit einem neuen Video wieder. Ab jetzt wieder 2-mal die Woche, freitags und sonntags. Bis dann. Tschüss.